Es ist Starttag an NASAs Kennedy Space Center in Florida. Das Space Shuttle ist auf dem Startplatz, die Astronauten sind an Bord und der Countdown zählt unermüdlich rückwärts. 200 Meilen über der Erde kreist die internationale Weltraumstation unaufhaltsam in ihrem 91-minütigen Orbit. 5 Minuten verbleiben dem Shuttle für einen erfolgreichen Start oder dem Verpassen des Weltraumlabors. Im Kennedy Space Center sitzt ein Kader von über 200 Launch-Controllern. Jeder von ihnen ein Spezialist in den Myriaden von Shuttle-Systemen, über den verschiedenen Checklisten zur Sicherstellung der Startbereitschaft. Tagelang haben sie dafür gearbeitet, den Countdown so weit zu bringen, zu dem Punkt, 9 Minuten vor dem Start, wo über Go oder No-Go entschieden wird. Die Person, die diese Entscheidung fällt, ist der Startdirektor. Circa 22.000 Parameter müssen exakt übereinstimmen, um das Shuttle zu starten. Stimmen die Bedingungen nicht, ist es am Startdirektor, den Start abzubrechen. Scrub. Okay, Zemo, nun, ihr habt's alle gehört. Wir alles, wirklich alles mit dem Wetter versucht. Es ist einfach zu dynamisch. Als wir glaubten, es wäre gut, wurde es wieder schlechter. Wir fühlen uns einfach nicht wohl, wenn wir das Shuttle heute starten würden. Wir verschieben also um 24 Stunden. Ein Danke an alle für die großartige Arbeit. Morgen Abend sehen wir uns wieder. Hoffentlich ist dann das Wetter etwas besser. Manchmal tauchen Probleme erst in den letzten Sekunden auf und die Startcomputer der Bodenkontrolle brechen ab. Triebwerke laufen. 3, 2, 1 und... Notabschaltung der Haupttriebwerke. Zehn Menschen dienten als Startdirektor während der 30 Jahre, die das Shuttle ins All fliegt. Bei jedem wurde der Starttag zum ultimativen Test von Wissen und Entschlusskraft. Das Wesentliche am Job eines Startdirektors ist, Nein zu sagen, wenn alle ein Ja hören wollen. Am Starttag findet man den Startdirektor mit seinem Team in einem der Firing Rooms innerhalb des Launch Control Centers des Kennedy Space Centers. Er sitzt in der letzten Reihe, einigen Monitoren gegenüber und die großen Fenster, welche zum Startplatz zeigen, hinter sich. Von seiner erhöhten Konsole hat er die Controller, die themengruppiert an hufeisenförmigen Pulten sitzen, jederzeit im Blick. Wir müssen als Team überzeugt werden. Ich habe als Person überzeugt zu werden, bis zu dem Punkt, an dem mir mein Bauchgefühl sagt, wir sind startbereit. Wir können alle Bedingungen, die in den Listen stehen, erfüllen. Zuletzt stellt man sich der Überprüfung des Bauchgefühls, ob es sagt, dass wir startbereit sind. 9 Minuten vor dem Abheben. Das Flugkontrollteam in Houston, NASA und Manager der Zulieferer und die anderen Mitglieder des Startteams entscheiden per Funk über Go oder No-Go. Dann spricht der Startdirektor die letzten Worte. Eine Tradition, die schon auf den ersten Space Shuttle Start 1981 zurückgeht, bei dem der Startdirektor George Page zu Columbia-Kommandant John Young und Pilot Bob Crippen sprach. John, wir können nicht als Startteam nicht mehr für euch tun, als zu sagen, aber wir wünschen euch sicher eine Menge Glück. Wir stehen hundertprozentig hinter euch und sind mächtig stolz darauf, dabei zu sein. Viel Glück, meine Herren. Tripp und ich sind mächtig stolz darauf, mit euch zu arbeiten. Ihr seid absolut professionell, das Beste, was es gibt. Und dann wird es sehr persönlich. Ich schaue zum Startplatz, denke an die Crew an Bord und besinne mich ein wenig. Dann beginnt der Countdown, bei T-9 Minuten weiterzuzählen. Es gab 2 Space Shuttle-Missionen, die die Startdirektoren in ungetestete Bereiche brachten. Die erste STS-51L 1986, das Challenger-Unglück. James Thomas war Startdirektor und Sieg stand bereit an diesem kalten Januarmorgen. Im Nachhinein war es einer der Tage, an denen, obwohl alles innerhalb der Spezifikationen war, was die Startfreigabebedingungen angeht, einige Menschen dieses Bauchgefühl hatten, besser nicht zu starten. A lot of people had this gut feeling that this just doesn't feel right. Die NASA begegnete dem Challenger-Unglück mit der Entschlossenheit, die Fehler zu finden und zu beheben.
Wir waren entschlossen, gefahrlos erneut zu fliegen. Es wird eine harte Arbeit, aber wir werden es schaffen. Und wir taten es. Discovery brachte im September 1988 die ersten Astronauten zurück ins All. Eine Mission zur Sieg, die dem Launch-Team einen Riesenschub brachte. Start oder in diesem Fall die Wiedergeburt des Shuttle-Programms. Weil die Mission, dieser Flug und seine Performance zeigten, dass wir die Dinge repariert haben, die wir schon bei Challenger hätten repariert haben sollen. 2003 wurde Leinbach ins Rekonstruktionsteam gerufen, nachdem das Shuttle Columbia während des Wiedereintritts über Texas und Louisiana zerbrach. Mein Job als Leiter des schnellen Eingreifteams. Das ist eine andere Aufgabe des Startdirektors, das erste Team vom KSC dahin zu führen, wo der Notfall ist. 3 engines up and burning. 3, 2, 1. And liftoff of Space Shuttle Discovery, beginning America's new journey to the Moon, Mars and beyond. And the vehicle has cleared the tower. Die Shuttle kehrten 2005 ins All zurück, mit dem Start der Discovery zur internationalen Raumstation. Starttage waren über das gesamte glorreiche Shuttle-Programm hinweg immer etwas Besonderes für die Männer und Frauen im Startkontrollzentrum. Es ist, was wir tun. Wir starten Amerikas Space Shuttle zum Nutzen des Landes und zum Nutzen der Welt. Das ist es, was wir machen, und das ist unsere Berufung.